Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja meine Freunde, heute geht es um The Flash. Ich habe heute nämlich meinen allerersten Schultag in der Superheldenschule. Und bevor das Ganze beginnt, meine Freunde, ich werde dazu eine ganze Serie machen. Ich wünsche natürlich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Und wenn ihr Lust habt und das Ganze auch live mitverfolgen wollt, dann kommt doch gerne auf Twitch vorbei. Lasst ein Follow da, ich bin da jeden Tag live. Link ist in der Beschreibung. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß, meine Freunde. Ich bin hier in einer in einem Dorf quasi. Ich habe mir ein Haus gemietet, zahle meine Miete pünktlich, alles ist gechillt und habe jetzt dann quasi meinen allerersten Schultag in einer Superheldenschule. Und ich muss ehrlich sagen, mein Haus sieht echt gut aus. Ich bin in den letzten Tagen ganz gut klargekommen, habe eingekauft etc. pp. Ja, Freunde, viele von euch wissen etwas über mich nicht. Und zwar, meine Eltern wurden damals umgebracht, als ich ein kleines Kind war. Dadurch habe ich auch meine Flash-Fähigkeit bekommen. Also das Ganze ist echt richtig schlimm gewesen für mich und dann halt noch einmal hier quasi reinzukommen und das ganze Leben einfach so zu leben, als wäre nichts passiert, das ist für mich sehr schwierig. Ich möchte immer noch die Wahrheit darüber herausfinden, aber ich denke mal, in der Schule werde ich neue Freunde finden, hoffe ich mal, und dann gucken wir mal, wie das Ganze jetzt läuft. Ich habe jetzt nämlich meinen allerersten Schultag in der Superheldenschule. Es wird schon wild, denke ich mal. Also hier sind wirklich nur Superhelden. Ich bin auch gespannt, was für Superhelden wir treffen werden. Wir haben hier nämlich, Freunde, wir haben hier schon den Green Arrow, wir haben hier Black Panther, wir haben hier Wolverine. Krass, schaut mal. Ey, hier sind echt coole Leute, die zur Schule gehen. Das ist wahrscheinlich für die auch der erste Schultag. Boah, ey, der sieht aber richtig cool aus, dieser Venom. Ja, Freunde, mir wurde gesagt, dass ich in die 1B gehen soll. Das machen wir jetzt auch. Dann gibt es wahrscheinlich eine Vorstellungsrunde mit den ganzen neuen Leuten. Das wird auf jeden Fall toll. Und dann hoffe ich, erfahre ich mal ein bisschen über die Leute. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Schüler. Guten Morgen an die Neuen. Ja, ich bin der Herr Schweinebacke und wohne, wie gesagt, hier. Und ich möchte bitte auch einmal von euch wissen, euren Namen, euer Alter und eure Herkunft, Tatsache. Fangen wir an mit dir, Black Panther. Du heißt Black Panther, oder? Ja, heiße ich. Möchtest du noch irgendwas erzählen? Nee, ne? Nee. Das müsste Flash sein, richtig? Ja, hallo, also ich bin Flash. Meine Fähigkeit ist auf jeden Fall, ich bin so schnell wie der Blitz, also ich kann richtig schnell rennen. Das kann ich euch gerne auch später mal zeigen. Ich bin vor kurzem hierher gezogen, ich bin 22 Jahre alt und ich hoffe, dass ich Freunde finden kann. Okay, und dann haben wir einmal Green Arrow. Möchtest du dir auch noch irgendwas sagen? Ja. Dann würde ich mal sagen, fangen wir erstmal an. Jeder hat eine Superkraft. Und jeder hat sie naturell, aber ihr müsst natürlich auch etwas lernen, nämlich wie ihr eure Superkräfte nutzt und verschiedene Moves halt auch lernt, wie zum Beispiel sowas hier. Okay. Je nachdem, das ist aber cool. Welche Superkraft ihr habt. Krass. Und ja, das ist dann erstmal so die Einführung in den Unterricht heute. Ich würde erstmal sagen, ihr geht erstmal auf den Pausenhof. Redet erstmal, trefft euch mit den Schülern von einer anderen Klasse und dann machen wir weiter. Okay, Freunde, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Freunde finden kann, aber ich gehe einfach mal in die Aula. Wir sehen hier, dass die anderen auch alle hier am Spazieren sind und so. Vielleicht kann ich ja neue Freunde finden. Ich weiß es nicht, würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und ja, dann gucken wir mal, was es hier so zu essen gibt. Boah, man kann hier auf jeden Fall auch sich richtig tolle Sachen bestellen. Wir haben hier Chicken, wir haben hier... Aber die gibt's echt leckere Sachen, ne? Hey Arrow, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Du bist ja in meiner Klasse, ne? Ja. Was ist eigentlich dein Ziel so in diesem Schuljahr? Was möchtest du erreichen? Einfach nur die Schule abschließen. Okay, cool. Ja, dann möchtest du eventuell mit mir befreundet sein? Ich überleg's mir das an. Okay, ja. Also, ich weiß nicht, der möchte, glaube ich, nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber ich frage mal vielleicht die anderen. Ich glaube, dieser Venom könnte nett sein. Hallo? Hallo, wer bist du? Ich bin Natus. Also, du siehst schon cool aus. Willst du mit mir vielleicht befreundet sein? Weil keiner von denen will irgendwas von mir. Was ist deine Superkraft? Ich bin richtig schnell, ich kann rennen und so. Ich überleg's mir mal. Okay, Freunde, hier ist irgendwas komisch. Also, keiner von denen möchte mit mir befreundet sein. Also, das gibt mir so ein Gefühl von, auf keinen Fall von Zugehörigkeit. Und ich weiß auch gar nicht, warum die nicht mit mir befreundet sein wollen. Freunde, vielleicht wissen auch alle die Vergangenheit von mir.
dass ich quasi damals meine Eltern umgebracht habe. Also das ist so ein Gerücht, aber das stimmt ja gar nicht. Okay, Leute, ich glaube, ich sollte mit meinem Lehrer darüber reden, ob er irgendwas gesagt hat. Und das ist halt schon komisch, der müsste eigentlich im Lehrerzimmer sein. Ah, da vorne ist es, ist er, ja. Herr Schweinebacke, ich hätte mal eine Frage. Ach ja, gerne, gerne. Was und zwar, Frage? Mir geht's nicht so gut. Ich weiß nicht, ob Sie meine Vergangenheit wissen, aber Sie wissen ja, dass etwas Schlimmes mit mir passiert ist damals, oder? Ich glaube, ich habe schon mal irgendwie davon was gehört, ja. Okay, und wissen die Schüler auch davon, weil die keiner von denen will mit mir Kontakt haben? Also, ich denke, das wurde schon rumgesprochen, so innerhalb der Schule. Ach Mann, Alter, das ist natürlich. Das ist so schlimm, ich weiß nicht warum, die schauen mich auch alle so komisch an. Das ist echt komisch. Wissen Sie eventuell irgendwas darüber, warum meine Eltern damals umgebracht wurden und wer das war? Weil ich weiß genau, dass es auch ein Superheld war, aber ich weiß es bisher noch nicht. Ich weiß jetzt nichts Genaues darüber, weil ich bin ja nur ein Lehrer, aber wir könnten gleich nochmal darüber reden und wir könnten das auch beide herausfinden. Okay, weil, das ist sehr nett. Wenn das tatsächlich nicht stimmen sollte. Können wir das nach der Schule eventuell machen? Das würde mich wirklich vom Herzen interessieren, weil ich bin schon seit einer langen Zeit darüber. Also ich versuche schon seit einer langen Zeit das herauszufinden, was mit meinen Eltern damals passiert ist. Ja, dann treffen wir uns einfach nach der Schule vorne auf dem. Alles klar. Hey, wie geht's? Gut, und dir? Ja, auch gut. Schau mal, du siehst echt cool aus, ohne Witz. Danke. Gerne. Ey, der war aber zum Glück ein bisschen nett, Freunde. Guck mal, was es hier in der Schule noch so oben gibt. Boah. Ey, die Schule ist ja richtig cool. Ey, Wolverine, komm mal her. Leute, ich muss euch allen mal was sagen. Kommt ihr bitte alle hierher? Du schon wieder. Aber ich dachte, ich hätte gerne ein paar Freunde. Wollt ihr mit mir befreundet sein? Ja, ich würde. Ey, der ist aber nett. Ich würde auch mit dir gerne befreundet sein. Ey, das ist aber nett. Aber und was ist mit euch? Warum wollt ihr nicht mit mir befreundet sein? Digga, du hast einfach deine Eltern umgebracht, Digga. Was bist du für ein einer, Digga? Und so einem sollen wir befreundet sein? Also, geh mal weg von uns. Ey, das stimmt doch gar nicht, das Gerücht. Alter, Freunde, jetzt gehen alle weg von mir und keiner will jetzt mit mir befreundet sein. Ey, Bro, bitte bleib stehen, das stimmt doch gar nicht, was er gesagt hat. Also, ich glaub ihn mehr eigentlich, weil ich kenne ihn schon länger. Sorry. Okay, ja, kein Problem. Arrow, glaubst du ihm auch, was er gesagt hat? Wenn er keine Beweise hat, glaube ich. Ich verstehe dich nicht. Er hat keine Beweise, also warum sollte ich ihn glauben? Okay, das ist aber nett. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder in die Schule, aber was ist das? Hört ihr auch das Geräusch hier die ganze Zeit? Was ist das, Leute? Keine Ahnung. Alter, was geht denn hier vor sich? Herr Schweinebacke, schauen Sie sich das mal an. Was ist das hier? Das hört sich echt komisch an. Ich denke, das ist Venom, der gerade ein bisschen seine Transformationssekunde durchmacht. Das werdet ihr auch später haben. Ihr werdet was macht auch Venom? Effekte und so haben. Das sind Ticks. Krass, als ob Venom der stärkste von uns ist. Venom, warst du das? Schau mal. Ey, was soll ich gewesen, Blau? Ich kann alles. Also jetzt gehen wir mal hier nicht auf die Nerven. Ich bin mich gerade am entwickeln. Ja, okay, alles gut. Dann gehen wir einfach mal wieder in die Klasse. Ich suche mir einfach woanders Freunde, wo vielleicht mich nicht so kennen. Weil ich glaube, die denken alle, ich bin so ein Mörder, obwohl das gar nicht stimmt. Und später meinte der Lehrer, dass er mir sowieso helfen will in der Hinrichtung, was mit meinen Eltern damals passiert ist. So, letzte Unterrichtsstunde, Jungs und Mädels und Superhelden halt generell. Was ich euch heute nochmal zeigen möchte, ist die Selbstbeherrschung. Natürlich kann jeder, also ich habe Fähigkeiten, dass ich Mutant bin. Also ich kann Verschiedenes, ich kann verschiedene Stimmen, ich kann verschiedene Formen annehmen. Aber ihr braucht natürlich auch eine Selbstbeherrschung, dass ihr jetzt nicht die ganze Zeit hier Blitze oder Supermächte ausnutzt, denn das sind ja krasse Vorteile gegenüber anderen. Deswegen zum Beispiel Selbstbeherrschung über euer Körpergewicht. Oder keine Ahnung was, wenn ihr jetzt einen Handstand macht, dann müsst ihr nicht immer eure Superkräfte nutzen, um euch auszugleichen, sondern ihr müsst es selber machen. Das heißt, eine Frage, ja? Und zwar, bereiten wir uns etwa auf einen Krieg vor, was jetzt bald kommen wird und deswegen zeigen sie uns alles, oder wie? Dazu möchte ich jetzt keine Informationen geben. Naja, weil ich meine, das ist schon ein bisschen komisch, dass alle Superhelden auf einmal unterrichtet werden sollen, damit sie ihre Fähigkeiten kontrollieren können. Kommen etwa irgendwelche KI-Roboter oder sowas auf die Erde, wo wir zusammenarbeiten müssen und alle töten sollen? Kann es etwa sein? Dazu sage ich jetzt keine Information. Bitte setz dich wieder hin. Das ist eine Unterstellung. Das werde ich diesmal nicht beantworten. Okay?
Okay. Das ist schon wieder, beherrsch dich einfach, okay? Du kannst nicht einfach sagen, dass wir euch trainieren, um die Welt zu schützen vor irgendwelchen Monstern oder die euer Leben riskiert. Das ist eine Unterstellung. Ihr müsst euch nur selbst beherrschen. Du würdest wahrscheinlich 7-mal um die Welt rennen in 7 Sekunden. Das könnte ich machen. Ja, genau. Oder kurz schnell nach Amerika reisen oder so, kurz da was holen und wieder zurück. Das ist ja dann kein Erlebnis. Man braucht die Reise an sich. Okay, Herr Lehrer, haben wir jetzt nicht Schulschluss? Okay, gut, wir haben eigentlich jetzt schon seit 5 Minuten Schulschluss. Dann warte ich mal vor der Schule auf Ihnen. Finde es... Oha, Alter, was macht da Venom? Boah, ich muss ehrlich sagen, die Leute sind hier schon echt stark aus der Schule. Die können das auch richtig gut. Und, das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage auch mein... alles sein, was ich machen kann. Denn ich muss halt gucken, dass ich Freunde finde. Und wenn ich Freunde finde, dann wäre das sehr toll. Hi Arrow, was geht? Alles klar bei dir? Ja, alles klar bei mir und bei dir. Ja, auch. Möchtest du eventuell mit mir befreundet sein? Weil ich glaube, alle mögen mich nicht. Und du bist so der Einzige, der auch eine schlimme Vergangenheit hatte von allen. Können wir gerne machen. Okay, cool. Ich gehe dann mal. Jo, ciao. Bis morgen, ciao. Leute. Okay. Ey, Venom, was sagst du mir da? Wieso machst du das? Willst du mit mir etwa Stress haben oder wie? Du hast deine Eltern umgebracht. Natürlich will ich mit dir Stress haben. Wir werden uns morgen prügeln, okay? Das stimmt doch gar nicht. Was die Leute erzählen, das stimmt ja nicht. Ja, ja, genau. Krass, dieser Baumskin ist mit diesem Venom-Skin befreundet. Obwohl die mich alle mobben, sind die irgendwie trotzdem befreundet. Ah, da ist der Leder. Ich muss es jetzt ehrlich gesagt herausfinden, was da passiert ist. Hallo? Ah, hi, da bist du ja. Folgendes, komm mal kurz ein bisschen hier. Also, ich hätte eine Möglichkeit, sofort herauszufinden, wer deine Eltern umgebracht hat, um das dann zu beweisen, okay? Okay. Aber wir wollen ja nicht so viel ausnutzen, denn ich bin ein genialer Ingenieur und wir wollen ja erstmal gucken, wer sich schlecht gegenüber dich verhält und wer rein theoretisch deine Eltern umgebracht haben könnte. Ich hätte eine Zeitmaschine, mit der wir reisen könnten. Zurück zu dem Moment und zu dem Ort, wo das geschehen ist. Ja. Aber ich will es erstmal normal herausfinden, weil die Zeitmaschine kann man nur einmal benutzen. Okay, das ist gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ich versuche mal auf dem Nachhauseweg nochmal vielleicht Freunde zu finden. Ja, bis morgen. Okay, bis morgen. Tschüss. Freunde, der Leder wusste schon, also ich habe es eigentlich niemandem erzählt, wer meine Eltern umgebracht hat. Irgendjemand hat es meinem Leder erzählt, wir müssen herausfinden, wer der Erste war, der ihm das erzählt hat. Und so könnten wir es quasi herausfinden, wer ihn auch umgebracht haben könnte. Ich meine, es könnte ja keiner wissen. Ich laufe jetzt einfach nach Hause, gehe dann gleich was einkaufen oder so und hoffe mal, dass ich in den nächsten Tagen ein paar Freunde finde. Oh, hoffentlich wäre das wäre ehrlich gesagt sehr toll. Ich meine, The Flash muss irgendwann mal herausfinden, was passiert ist. Und ich meine, dieser Venom ist halt der Einzige, der mich komplett hasst. Der will sich gegen mich boxen. Und wenn er sich morgen in der Schule gegen mich boxen will, dann ganz ehrlich, dann ist das halt so. Ich sag da nichts dagegen. Der läuft hier schon vorbei und hupt so die ganze Zeit. Als wäre er so komplett der King. Ja, Freunde, das wird halt auf jeden Fall krass. Und... ja, ich bin jetzt erstmal zu Hause, ich mache mir was zu essen, dann gehe ich auch schlafen. Und Freunde, wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt morgen, lasst alle unbedingt ein Like da, aktiviert die Glocke und vergisst nicht auf Twitch vorbeizuschauen, wenn ihr das Ganze auch live sehen wollt. Wir machen das öfters mal im Stream mit den Leuten, da könnt ihr auch mitmachen. Folgt mir auf Discord oder beziehungsweise tretet dabei, da könnt ihr auch bei den Videos mitmachen. Ansonsten wünsche ich euch allen viel Spaß mit den weiteren Videos und schaut alle bei Schweinebacke vorbei, macht bei ihm die 4000 Abonnenten voll. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.